mal wieder was Neues von OneMove. Und zwar haben die Niederländer jetzt mit dem S4 und dem X4 die Lücke zwischen der 3er und der 5er Generation der smarten E-Bikes geschlossen. Alles, was ihr vorab über die neuen Modelle wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Los geht's! Und jetzt klärt sich dann auch auf, warum es nach der 3er Generation direkt mit der 5er weiterging. Diese Lücke war reserviert, und zwar für die beiden neuen Modelle, die wir uns heute anschauen wollen. Jetzt gerade in dieser Minute frisch vorgestellt und in wirklich farbenfrohen Ausprägungen vorhanden. In Purple Fog, Sunbeam Yellow, Foam Green und Evergreen kommt Farbe ins Spiel und die Besitzerinnen und Besitzer der 4er Generation werden auch gleich auf den ersten Blick als diese zu erkennen sein, denn die Farben gibt es natürlich weder beim 2er, 3er noch der 5er Serie. Denn ansonsten würde das vielleicht gar nicht so leicht fallen zu erkennen, ob das jetzt ein 3er oder ein 4er ist, denn die Rahmen, die sehen genau gleich aus. Es sind im Prinzip die gleichen ikonischen Rahmen wie bei der 3er Serie und wir sehen auch, das X-Design kommt zurück und in der 4. Generation wird es das noch geben. Jetzt bei der 5. ist es ja das A geworden, das X hat sich verabschiedet beim 3er, kommt nun aber zurück und feiert sein Comeback in neuen Farben. Also ganz schön kompliziert, diese ganzen Zahlen, Reihen und Modellgenerationen. Deswegen lasst uns hier mal versuchen, den Einsatzbereich und den Grund, die Daseinsberechtigung sozusagen, für das S4 und das X4 hier mal darzulegen. Also mit diesen neuen Modellen will OneMove genau zwei Zielgruppen abholen. Die einen, das sind die, die möglichst wenig Geld ausgeben wollen. Alles wird teurer, auch die E-Bikes von OneMove. Und das ist natürlich mittlerweile eine deutlich stärkere Delle im Portemonnaie, als es noch vor ein paar Jahren bei der Einführung der 3er-Variante war. Deswegen werden die hier zu einem sehr günstigen Preis für OneMove-Verhältnisse angeboten. Außerdem wird die Zielgruppe versucht abzuholen, die sich möglichst wenig Gedanken um den Service machen will. Oder um die Wartung. Also wenig Gedanken ums Geld und wenig Gedanken um die Wartung, aber trotzdem bereit, für diesen Kompromiss auf so ein paar Features zu verzichten, wie es zum Beispiel in die 5er-Reihe geschafft haben. Also kurz gesagt, das S4 ist genau wie es der Name vermuten lässt, die Positionierung zwischen dem 3er und dem 5er. Also nicht das alte Modell, auch nicht das Top-Flaggschiff-brandneue Modell, sondern eben so ein Zwischending. Aber lass uns mal gucken, was es von den beiden Modellgenerationen jetzt abbekommen hat, weil so ein Zwischending bedient sich natürlich gerne verschiedener Quellen. Vom 3er hat es nicht nur das Design übernommen, sondern auch den Motor. So liegt dessen maximales Drehmoment beim Boost-Modus. Ja, es hat wieder einen Boost-Knopf zum Glück, kann ich gleich aufklären, liegt es bei 59 Newtonmeter. Das heißt, es ist genau der Wert des S3 und X3. Bei den 5er Modellen liegt es ja bei 68 Newtonmeter. Gleichzeitig wird da natürlich auch klar, der alte Motor wird verwendet, deswegen wird auch nicht der neue Drehmomentsensor verwendet, der ja bei den 5er Modellen zum Einsatz kommt. Stattdessen sind S und X4 mit einem RPM, also einem Kadenzsensor ausgestattet. Der macht es so ein wenig entspannter und einfacher Fahrt aufzunehmen, wie man das zum Beispiel von den 3er Modellen kannte. Das war ja immer dieses Moped-Gefühl, dieses Alibi-Treten. Das kehrt nun also auch zur 4er Variante zurück. Gibt ja durchaus Leute, die das bei den 5er vermisst haben. Ich finde so einen Drehmomentsensor cool, aber hier habt ihr eben wenig Kraftanstrengung und viel Output. Was erfreulich ist, wir sind ja jetzt hier schon optisch in der Vorderradnarbe, wo der Motor sitzt, dann sehen wir natürlich auch die Bremsscheiben und da haben es nicht die alten vom 3er in die 4er Variante geschafft, sondern auch die sind gelocht. Wir erinnern uns beim 3er, das war vom Design natürlich sehr, sehr schön. Einfach eine durchgehende, ja, glatt polierte Scheibe, aber OneMove hat gelernt und auch die Kunden mussten das leider lernen. Nur weil es gut aussieht, performt es nicht wirklich gut. Also Bremsleistung, Wärmeableitung, das ist alles viel, viel besser, wenn die Bremsscheiben gelocht sind. Und da bin ich sehr froh, dass man nicht hier gesagt hat, wir nehmen die vom 3er, es ist hier eine Kompromissvariante, sondern da gibt es die, die auch bei den neuen Modellen zum Einsatz kommen, also wieder mit Löchern drin. Die Bremshebel wiederum, die sehen aber noch genauso aus, also die sind beim 5er ja auch so ein bisschen spaciger mit der Integration. Die sehen noch eigentlich genauso aus, wie das beim S3 und X3 der Fall war. Und auch hier, lasst uns mal räumlich am gleichen Ort bleiben, am Lenker. Beim 5er würden hier die Halo-Ringe leuchten. Das heißt jetzt aber nicht, oh toll, das Matrix-Display ist zurück. Nee, das ist nämlich auch nicht da. Das Oberrohr bleibt nackt und der Lenker bleibt nackt. Sprich, OneMove verzichtet hier komplett
auf Indikatoren, in welcher Form auch immer. Also keine Möglichkeit für euch, den Akkustand zu sehen, die Geschwindigkeit oder die Stufe, in der ihr gerade seid. Wie gesagt, die beiden Buttons sind noch da. Ihr habt weiterhin die elektronische Klingel bei den Vierer-Modellen. Ihr habt auch weiterhin die Möglichkeit, den spaßbringenden Boost-Knopf zu drücken. Das bleibt alles, wie es ist, aber es ist eben nichts da, was euch in irgendeiner Form irgendwas anzeigen könnte. Für mich ist es ein Kompromiss, der, sagen wir mal, in Ordnung ist. Denn das Matrix-Display ist natürlich ein weiteres elektronisches Teil, was Service, was Wartung, was einen potenziellen Defekt bedeutet. Dadurch, dass man das jetzt weggemacht hat, läuft man eben nicht mehr Gefahr, da eine weitere Fehlerquelle an Bord zu haben. Dass die Halo-Ringe nicht mit dabei sind, kann ich persönlich mit leben. Deren Aussagekraft finde ich ohnehin, naja, diskutabel, sagen wir mal. Aber wenn ihr jetzt trotzdem auf der Suche nach Infos seid und nicht ohne die während der Fahrt leben könnt, gibt es auch hier wieder so eine Kompromisslösung, denn die beim S5 und A5 bekannte SP-Connect-Vorrichtung, die Halterung, wo ihr mit einer bestimmten Handyhülle euer Smartphone einklemmen könnt, die ist auch hier bereits integriert, sodass das stilvoll und nahtlos hier am Lenker angebracht ist. Das heißt, wer noch Informationen während der Fahrt sehen will, der muss eben diese Dashboard-Ansicht aus der OneMove-App benutzen. Wir sehen es also, kein Kompromiss hier in diesem Bereich, sondern radikal gestrichen. Wie gesagt, Buttons sind noch da. Die Kette verläuft weiterhin leicht schräg durch den Chainguard, nicht so gerade, wie das bei den 5er-Modellen der Fall ist. Also das kennt man eigentlich alles. Das heißt aber jetzt nicht, dass bei der Rückkehr zu den Komponenten des 3er-Modells auch die Schweißnähte wieder passé sind. Auch da würde ich sagen, hat man sich irgendwie für eine Kompromisslösung entschieden. Sie sind nicht ganz so deutlich zu erkennen, wie das bei den 5er-Modellen ist, aber wenn man sich mal diese glatt polierten Rahmen der 3er-Modelle anschaut, dann ist das hier definitiv auch nicht der Fall. Also sie sind zu sehen, springen aber nicht so bulky ins Auge, wie das jetzt bei den 5er-Modellen der Fall ist. Und auch hier ist es wieder eine Kompromisslösung, eine Zwischenlösung, mit der die Fahrerinnen und Fahrer dann wohl leben müssen. Und auch in einem weiteren sehr wichtigen Bereich, wie ich finde, hat sich OneMove für eine Zwischenlösung, also weder die des 3er noch die des 5er entschieden. Und das gilt für die Schaltung. Wenn wir uns da mal zurückerinnern, der E-Shifter, also diese elektronische Viergangschaltung beim S3, die war ein oft monierter Schwachpunkt. Da ging es einfach häufig kaputt, die hat häufig geknackt und das Ganze macht schon so ein bisschen den Eindruck einer Sollbruchstelle, einfach weil es so häufig Probleme verursacht hat. Jetzt geht man also da noch einen Schritt zurück, macht das Ganze ein bisschen einfacher, ein bisschen rudimentärer, dafür aber auch haltbarer. Man hat sich für die Zweigangschaltung aus den 2er-Modellen entschieden, also geht da noch mal ein ganzes Stück zurück. Das ist keine elektronische Schaltung, aber dennoch eine automatische, eine mechanische, also kein E-Shifter, Mechanical Shifter, eine Zweigangautomatik in der Hinterradnabe. Das wird sich natürlich auf die Bandbreite, auf die Übersetzung so auswirken und ich bin auch mal sehr auf die Praxis gespannt. Ich kann mich jetzt nicht mehr allzu gut erinnern, wie das Fahrgefühl auf dem S2 war. Auch das habe ich ja getestet, findet ihr hier auf meinem Kanal. Deshalb, also da bin ich gespannt, wie sich das in der Praxis niederschlägt. In der Theorie nimmt man dem Bike damit aber einen weiteren Wartungs-, einen Knackpunkt weg und vereinfacht die ganze Mechanik daran. Bleibt konsequent, es wird günstiger, es wird wartungsärmer und dafür muss man eben ja, mit so ein paar abgespeckten Features und Funktionen leben. Ein Feature, was dabei ist und ohne das waren Move E-Bikes eigentlich auch gar nicht mehr vorstellbar sind, ist glücklicherweise das Kicklock. Zur Erinnerung, wenn ihr nicht wisst, was das ist, mit einem Kick hinten gegen so einen kleinen Pin an der Hinterradnabe schiebt sich ein Bolzen dazwischen, sodass das Hinterrad nicht mehr bewegt werden kann. Wenn es dann doch jemand bewegt, dann schrillt der Alarm los, die Lichter blinken und früher war auch noch so ein kleiner Totenkopf auf dem Display des Fahrrads zu sehen. Das ist das Kicklock aus der 3. Generation, also nicht dieses automatische Entsperren aus der 5., die wir jetzt schon gesehen haben, sondern man muss das Bike nach dem Entriegeln nochmal so ein bisschen schieben, damit der Bolzen auch rausspringt, aber da wird man wohl drüber hinwegsehen können. Der Akku fasst 478 Wattstunden an Kapazität. OneMove gibt dafür eine Reichweite zwischen 60 und 150 Kilometer an. Ja, die 150 wird auch hier wieder niemand erreichen können. Aber ich denke, so in puncto Reichweite werden die 4er-Modelle sowohl mit den 3ern als auch mit den 5ern mithalten können, wenn sich der Wert da irgendwie im Bereich zwischen 60 und, sagen wir mal, 80 Kilometer einpendeln wird. Und wo wir gerade beim Akku sind, auch die Powerbank der 3er-Generation wird hier wieder funktionieren. Es wird ja auch gleich aufgeladen. Der Port ist wieder unterhalb des Rohres und nicht hinten wie beim 5er. Das heißt, auch hier könnt ihr entweder die noch vorhandene Powerbank mit benutzen oder die eben kaufen und dafür verwenden, um den Akku nachzuladen, um die Reichweite zu erhöhen oder was auch immer.
Der Akku, ich glaube, das muss man bei OneMove gar nicht mehr dazu sagen und hier auch nicht, der kann natürlich nicht entnommen werden, ist hier fest in den Rahmen integriert. Und ihr könnt die Bikes nicht nur aufladen, sondern auch beladen. Nicht nur mit eurem Gewicht, sondern auch mit Trägern, die ihr dann nachrüsten könnt. Sowohl für vorne in der Front als auch für hinten wird es einen Gepäckträger für die Vierer-Modellreihe geben. Der vordere bis 10 Kilo, der hintere bis 15 Kilo belastbar. Und wo wir gerade beim Gewicht sind, das S4 wird 21,6 Kilo auf die Waage bringen und die X-Variante wird mit 20,3 Kilo noch ein bisschen leichter. Natürlich neben Kicklock und dem Alarm, was wir jetzt schon behandelt haben, sind natürlich auch wieder jede Menge smarte Features mit an Bord. Die App, das habe ich schon angesprochen, die wird in ihrer Funktionalität natürlich auch für die Vierer-Modellreihe zur Verfügung stehen. Da könnt ihr also die Fahrten tracken, einiges einstellen und so weiter. Und ihr habt noch so ein paar Sensoren mit an Bord. Ein Feuchtigkeitssensor, ein Lichtsensor, ein Temperatursensor. Es gibt Tracking des Fahrrads über GSM. Von der Find My-Funktion von Apple habe ich jetzt nichts gelesen. Da gehe ich mal davon aus, dass die da nicht mit an Bord sein wird. Jetzt haben wir so viel über günstig und wartungsarm gesprochen, dass ich den eigentlichen Preis noch gar nicht genannt habe. Der wird bei 2.198 Euro liegen. Ja, damit ist es das günstigste OneMove, auf das ihr derzeit aufsteigen könnt, aber man muss sagen, man hat dafür, als der S3 Abverkauf lief, auch noch ein S3 bekommen, was vielleicht so ein paar Funktionen mehr hatte. Aber vielleicht wollt ihr das ja gar nicht. Für mich ist das ein ganz interessanter Schritt, den OneMove da geht und jetzt sagt, sie wollen so ein bisschen das günstige, in Anführungszeichen, Segment für die Einsteiger bedienen, die vielleicht diesen ganzen Schnickschnack interessant finden, aber ihn nicht in seiner aktuellsten, neuesten Form brauchen. Mich hat das Ganze so ein bisschen an das iPhone SE erinnert. Das heißt, der gleiche schicke Körper, den das iPhone 5 damals hatte, aber mit einer Technik, die man dann aus den anderen iPhones so ein bisschen zusammengelötet hat. So kommt mir das auch hier bei der Vierer-Generation von OneMove vor und die wird ihre Käufer bekommen. Ich persönlich würde in dem Fall nicht zuschlagen wollen. Das hat einfach Geschmacksgründe, glaube ich, weil entweder möchte ich was wirklich sehr, sehr günstiges, dann kaufe ich mir was Altes, Gebrauchtes oder ich möchte die neue Generation haben. Aber wie sieht es für euch aus? Werdet ihr unter den potenziellen Käufern, ich meine, die können ja jetzt bestellt werden, würdet ihr da zuschlagen oder wartet ihr vielleicht lieber auf die 6er-Generation oder wie auch immer die dann heißen wird? Schreibt das doch mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, in aller Kürze jetzt am Vorstellungstag alles zum S4 und zum X4 erzählt, was ihr wissen müsst. Die Beleuchtung ist noch immer integriert, die Reifen haben noch immer einen Pannenschutz, Schutzbleche sind dabei, Ständer ist dabei. Also das volle Programm. Was ich aber auf jeden Fall interessant und auch zukunftsweisend finde, ist den Weg, den OneMove geht in Richtung Wartungsarmut. Weil da müssen sie definitiv nacharbeiten. Und wenn sich diese Wartungsarmut jetzt nicht nur in einem Base-Modell, sondern in der nächsten Generation vielleicht auch im Premium-Modell wiederfindet, ich glaube, dann können wir uns alle auf ein paar sehr, sehr gute Neuerungen noch freuen. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich bin schon gespannt, wie sich die Vierer-Generation in der Praxis so fährt. Bis dahin werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Ich bedanke mich, dass ihr hier bis zum Ende zugeschaut habt und verabschiede mich damit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.